Also Schatz, du willst mir ernsthaft erzählen, ihr habt den Laden gerockt, hä? Und wie genau muss ich mir das eigentlich vorstellen? Du suchst dir mal eben hier nichts, dir nichts, ein paar Leute zusammen, gründest deinen Tribe und fängst dann an, auf den offiziellen PvP-Servern zu spielen? Genau so war's, ich sag's ja. Achtung, Achtung, der gefürchtete Simi kommt. Und das? Das da vorne? Was ist das? Sieht mal mega verdreht aus. Sicher deine Außenposten, oder? Das ist ein TP von Nameless, einem Tribe, der uns ordentlich zu schaffen gemacht hat. Fuck, verstehe. Übel Sache. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt Sharks jetzt mit ungefähr 30 Freunden zusammen auf den offiziellen PvP-Servern. Sollte alles stimmen, was er mir erzählt hat, dann hat er eine abgefahrene Story für euch auf Lager. Es geht um Cheater, hat er mir gesagt. Fette Basen und einen großen Krieg gegen einen anderen Stamm. Aktuell befinden sich unsere Freunde auf Genesis 2 und bauen ihre erste Base. Sharks hat eine Klonkammer gebaut. Da ist das Ding. Und musste zu seinem Unglück feststellen, dass sie im Weltraum nicht wirklich funktionierte. Das ist äußerst ärgerlich. Hat untertrieben auf jeden Fall. Aber wenn du mal genau guckst, hier steht halt nichts. Ne? Die Strider schweben, der Mavic schwebt. Das sieht nur so aus, als wenn die stehen, aber die haben die Pfoten hochgeklappt. Ey, vielleicht geht's einfach in dem Gebiet nicht. Ja, fuck. Ich meine, komm, scheiß drauf. Lass die abreißen, eine neue Farm und dann gib ihm. Ich kenne noch einen Spot hier, wenn man... Zeig mal die Karte. Ja, ich guck dir über die Schulter. Und sehe den Sponsor des heutigen Videos, Clark. Clark ist kostenlos und ermöglicht dir das Managen deiner bestehenden oder neuen Versicherungen mit wenigen Klicks über die App. Egal ob Kfz-Versicherung für dein Auto oder eine TOP-Versicherung für deinen Hund, Clark berät dich zu fast jedem Thema und vergleicht Versicherungsangebote kostenfrei für dich. Gerade für junge Leute wie uns ist es besonders wichtig, finanziell fürs Alter vorzusorgen. Clark macht das so einfach und übersichtlich wie bisher noch niemand. Man klickt auf Rente und bekommt sofort einen Überblick über seine Rentenprognose. Dann auf private Altersvorsorge, beantwortet ein paar Fragen und lässt sich unverbindliche, kostenfreie Angebote zukommen. Ich mache das übrigens auch, weil ich in die private Krankenversicherung wechseln und parallel in eine private Altersvorsorge einzahlen möchte. Man bekommt kompetente Telefon- oder Chatberatungen ohne Wartezeiten. Und das Beste, bei Neuregistrierungen über meinen Link bekommt ihr für die ersten Versicherungen, die ihr in der Clark-App hinterlegt, nicht über die App abschließt, einen 15€ Amazon-Gutschein. Ihr könnt also auch eine bereits bestehende Versicherung hochladen, ein paar Verbesserungsvorschläge von Clark durchscrollen und dabei fett absahen. Um Clark sinnvoll für dich nutzen zu können, musst du also keine neuen Versicherungen abschließen. Schau dir Vergleiche an oder lass dich zu deinen Fragen beraten und benutze den Code SHARKS, um für deine hochgeladenen Versicherungen Amazon-Gutscheine im Wert von bis zu 45€ zu bekommen. Vielen Dank, Clark, für das Sponsoren dieses Videos, denn ohne euch wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Also, downloadet die App. War versichert. Also wenn wir jetzt einfach nur Cloning Chamber bauen, ein Tech Gen und was weiß ich, 3-4 Turrets. Ich will ja nichts sagen. Hörst du mich? Ja, ich höre zu. Ich bin Lauscher. Ja, wir haben halt gerade zwei Astro Gamer vor der Tür, will ich jetzt mal vorsichtig benennen. Die jetzt hier auch Vollgas auf unsere Strider jeeten leider. Bei dem ich mal kurz das erste Schild aktiviere. Ja, fuck. Wir haben jetzt hier zwei Kettenjeeter an der Base. Wir brauchen einen Plan. Wir können halt zum Abfuck die Ammo-Box noch placen mit Charts. Das war's Gif auf jeden Fall. Ja, und noch ein Astrodelphis. Damagen halt echt alles auf die Entfernung, ne? Das ist halt echt nicht okay. Ja, doch, doch, Turrets haben auch schon. Oh, der Repli, den können sie auch damagen, Alter, what the fuck? Sharks und sein Kumpel Kermit waren in dieser Nacht die letzten beiden, die online waren und sind wegen dem Angriff erst um 5 Uhr nachts ins Bett gegangen. Ja, kennen wir schon alles, die machen ja an allem Damage, Alter, what the fuck? Ja, selbst an dem Metal-Floor hier. Ja, die haben auch nur zwei, dreimal reingeschossen. Ja, der geht gleich down. Soll ich den hochladen, bevor er weg ist? Dann lieber nicht mehr auf dem Server, ne? Ja. Geht nicht. Du kannst hier keine Kreaturen hochladen. Können wir einen Transmitter schnell bauen? Alter, der hat mich hier gerade durch die Barriers fast ge-one-shottet. Er wird halt jetzt auf den Dingen gleich gehen. Repli, sag ich dir safe. Weil dann können wir hier nichts mehr machen. Okay, Transmitter ist gebaut. Leckt das denn jetzt so, Alter? Was ist das denn? Ist hochgeladen. Jetzt geht er halt auf den Mavic. Haben wir noch Cryos? Junge, das ist so dumm, Alter. Das ist so retard. Ich fühle mich gerade wie der letzte Horst hier. Warte, ich schieße jetzt mal mit der Tech Rifle hin. Vielleicht kann ich ihn damit... Ja, aber den treffe ich halt auch nicht, ne? Guck mal, jetzt lockt der die Kugeln auf uns. Ging daneben, Boy. Ja, keine Chance. Ich kann nichts machen. Ja, Digga, was tun wir? Alles halt uploaden, ne? Ja. Ich sag dir ehrlich, dann nehme ich auch einfach ein paar Turrets noch mit, oder? Ich pack mich voll, der nächste Timer gehört uns. Kannst du durchgucken, ob du noch irgendwie wertvollen Shit findest, der unbedingt mit soll? Ah, da hat sie ihn zweimal gehittet. Ah, na gut, den Transit. Guck mal, der versucht auch mich jetzt zu hitten, ne? Siehst du das? Ja. Der hat das schon gecheckt, die Sau. Nee, ich glaub so. So dumm und nutzlos habe ich mich glaube ich noch nie gefühlt. Also beim besten Willen. Okay, die erste Base wäre damit dann wohl verloren.
Vielleicht war es ja auch der größte Bait aller Zeiten und wir haben ihn jetzt quasi, er denkt jetzt, wir hauen ab und kommt nicht wieder oder so. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es klingt jetzt eventuell etwas dumm, aber als sie sich am nächsten Morgen einloggten und sahen, was der Tribe getan hatte, merkten sie, dass es sich gelohnt hatte, die Base zu halten. Hier ist echt nichts mehr passiert. Ich wette, die 68 Army Dudes denken, wir sind weg, weil wir ja gedings abgezogen sind. Der Stamm war richtig heiß. Die Base war größer als in der Nacht zuvor und das Farm konnte so richtig losgehen. Insgesamt waren es ca. 30 Spieler. Online allerdings war meistens nur die Hälfte. Das große Ziel war aktuell Munition. Oh, perfekt. Laut Plan war die Base nämlich nur ein erster Außenposten und ein großer Umzug auf eine andere Map war die Idee. So ist das geil, so stelle ich mir das vor. Erotisch. Alter, hier hat einer ein richtig gutes Jump-Pad gesetzt. Hier sind 27 Leute drauf. Wie viele sind wir online? Kann man beim Tribe gucken? 7. Alter, aber 13k Muni haben wir schon. Ronan, willst du mal auf eine Reise gehen? Ja, egal, ich muss jetzt. Ronan ist auf einer Reise. Und der erste Raid stand auch schon an. Dann fange ich mal an zu rifle, ne? 4, 3, 2, Vorsicht, ein. Einer nur noch. Und down. Down und der Gamer gehört mir. Oh, Tech-Rifle BP, Simi. Ja, ein Capped, Alter, das ist so viel wert. Alle, die gar nichts zu tun haben, einfach mal kurz aus der Indie-Forge einfach alles mattisch und ins Gift packen. Ich bin, by the way, der erste Cooker. Shotgun, ja. Erster Cooker. Erster Cooker auf mir bin ich. Take all. Oh, ein Turret. Oh, Zement. Jumbo. 26 C4. Oh, Cody. Da, weg da. Und heiliger Loot, jetzt die Tames, dicke Tames. Oh, Chainsaw, 300er Chainsaw nochmal. Attack turret. 3, 2, 1, take all. Astrosattel, Transmitter, was? Ein Astrosattel, das war ein Jackpot, denn jetzt gab es für uns natürlich nur noch einen. Natürlich, ihr habt euch auch die Laserdelfine gezähmt. Klar, dass ihr damit dann gewinnt. Wenn wir uns den nicht holen, gewinnen unsere Gegner halt damit. Ist das besser? Nein. Aber wir brauchen halt immer noch mehr Turrets und so, aber an sich lässt sich das langsam sehen. Und wo düst ihr gerade hin? Wir bauen einen Klonposten. Du weißt ja, im Weltraum kann man nicht klonen, aber abgesehen davon lief jetzt alles nach Plan. Ja, da ging jetzt. Nehmen wir aber, ne? Hier ist von oben gut geschützt. Wir haben sogar noch weiter ausgebaut und einen zweiten Teleporter an einem Missionsterminal platziert, um dort Element in Elementstaub umcraften und Missionen runnen zu können. Was sagt ihr zum Klon-Spot? Das Element lief und die Missionen waren ein Kinderspiel. Und Gigas, ich Jungs. Ich nehme auch eine Minigun. Ja, Junge, die Gigas machen gar nichts gegen die Minigun. So kamen wir an gute Waffen, Rüstungen und mehr. Unser Ziel, endlich eine Mainbase zu bauen, kam immer näher und wir hatten sogar schon einen geeigneten Spot ausgesucht. Auf Aberration. Oh, ich glaube, hier wird ein Strider unter mir gezähmt. Ja, hier wird ein Strider unter mir gezähmt. Wo bist du? Reingoing oder nicht? Hab mal auf den Strider gebolzt. Es ist einer von uns. Ah, chillig. Nee, der war fast fertig. Der Arme. Morning, schnell, wir können... Ey, ich beobachte den kompletten Farmrun. Wir können ihn dann killen und den Run abstauben. Das wäre actually sick, weil wir haben keinen Angler gerade, glaube ich. Ich begleite ihn so, ich schwimme einen Meter hinter ihm die ganze Zeit. Bist du da? Komm. Wo bist du? Ja, gib ihm! Haha! You give us Pearl, we let you live. Okay, er will keinen Deal, er zieht ab. Ja, er will den Deal, Moonen, gib ihm! Was ein Witzbold. Rate mal, wer das war. Nein, die von denen du mir erzählt hast? Der Megatribe, dem ihr angeblich den Server abgezogen habt? So in etwa, ja. Das ist Nameless. Nameless. Muss man die kennen? Also, man muss nicht. Und wenn man sie doch kennen sollte, dann meist für Videos wie Best Arc Cheats Very Cheap, Mana PvP with Hex, Genesis Part 2 Working Aimbot. Na super, das klingt ja mal richtig geil. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr umziehen und auf einer anderen Map bauen wolltet. Ja. Und um genau zu sein, wollten wir nach Aberration, an den Red Surface Entrance. Ein versteckter Durchgang in den Tiefen des Untergrunds, weit unten bei den radioaktiven Seen. Radioaktiv? Exakt. Und da ist er, der untere Eingang. Das gesamte Gebiet bis vor den Tunnel ist verstrahlt und man braucht spezielle Ausrüstung, um hier unten überhaupt überleben zu können. Der ideale Platz, um sich versteckt groß aufzubauen. Verstehe. Und wo führt der Tunnel hin? Gute Frage. Er verbindet die Höhlen von Aberration mit der Oberfläche, der Surface, daher auch der Name. Nachts kann man sich dort aufhalten und Lootdrops farmen. Mehr als Wüste gibt es da oben aber eh nicht. Und tagsüber... Tagsüber? Tagsüber steht die gesamte Surface in Brand. Nichts und niemand kann dort überleben. Das ist ja mal genial.
Vor dem einen Eingang eurer Base wird man verstrahlt und wenn man von oben kommen möchte, dann wird man verbrannt. Und damit nachts niemand über die Oberfläche kommen kann, haben wir direkt zu Beginn den einzigen anderen Eingang zugebaut, der Green Entrance zur Red Surface. Und damit wir auch auf Aberration farmen gehen können, habe ich einen kleinen Außenteleporter gebaut und leicht befestigt. Metal war dort unser kleinstes Problem. Alter, wie viel das gibt. What the fuck? Ihr farmt gerade schon, ne? Ja. Ja. Ihr Power Farm. Dann geht's wieder zurück. Jo, King baut gerade. Das ist sehr, sehr nice. Hier haben wir das erste Chandelier. Und ich glaube, er baut jetzt hier den ersten Tower, ja. Sick. Während King die Base baut, werde ich das nötige Element dafür craften. Und guckt euch den Stand an. Sick. So langsam wird's. So, einmal zum Terminal Porter. Hier kann ich nämlich dann Element umcraften. Void Wyvern. Fuck my life, ist das unsere? Ja, es ist fucking unsere. Nicht unsere. Was ist denn mit mir los? Ich werde hier komplett rumgebackt. Hä? Ich werde hier guckt euch das an. Egal wohin ich booste. Ich booste jetzt nach hinten. Hä? What the fuck? Und ich krieg jetzt Damage. Was ist das? Ja, ich relogge. Schnapp ihn dir, Tiger. Aber lass dich nicht dismounten. Der ist in die Richtung, wo ich guck. Abgezogen. Das war einer von Nameless, nehme ich an? Ja. Was ist denn da los? Wart ihr jetzt schon im Krieg mit Nameless, oder wie? Nee, Krieg war das noch nicht. Nameless hat uns einige Hover-Skiffs und Strider beim Farm weggeholt. Was genau machst du da? Ich such grad Nameless. Du suchst Nameless? Klar. Denkst du, wir lassen sowas auf uns sitzen? Ein Tribe grieft uns konsequent, tötet, was er von uns in die Finger kriegt und wir machen nichts. Und habt ihr sie denn wenigstens gefunden? Ist das deren Base? Deren Base? Das ist eine von vielen Basen. Ich war scouten und habe sie überall gefunden. Unter Wasser, in einem Durchgang vom Raumschiff zwischen Weltall und grünem Gebiet und einen Außenposten an einem Missionsterminal, so wie wir es haben. Ja, das... Also wie gesagt, dass sie uns wegficken, ist ja normal. Das ist ja zu erwarten. Das ist ja arg. Aber das, was mich übel stört, ist, dass ich nicht gegenhalten darf. Mhm. Beziehungsweise dann heulen die übelst rum. Das war krass. Wirklich, die haben gestern so rumgeheult. Echt? Give me my key. Ja, ja, give me my... otherwise you won't survive und sonst was. Und da bin ich halt voll gar nicht... Also ich bin da null drauf eingegangen. Ich habe halt einfach mit denen dann drüber geschrieben so. Also ich habe dann ein bisschen gestern mit denen geschrieben noch. Von wegen, ob's halt... ob man nicht irgendwie eine Möglichkeit finden kann, diese unsinnigen Files und das gegenseitige Nerven wegzulassen. Ey, jeder, sag mal, abfahrt, hey, mach dich ab. Nicht ja, vordrängeln. Nicht vordrängeln. Sehr erotisch wirken für sie. Jan? Jawohl, der CBS, der CBS, der CBS. Nach einigen Tagen des Überlegens, wie wir gegen Nameless vorgehen wollen, ob wir ein Bündnis anstreben oder gegenhalten, haben wir uns entschieden. Oh, Alter, die haben da Reaper und Gigas stehen und alles. Shit, Skiff kommt zu mir, Skiff kommt zu mir, Skiff kommt zu mir. Da ist das Textschiff. Kannst du überhaupt anvisieren? Ja. Da hinten, ja. Hinten. Wir hatten Nameless sogar einen Reaper abgezogen, den sie extra gefangen und versteckt hatten. Go. Reaper 2. Hier bei mir. Da. Hier. Fuck. Die Slow Level, oder? 145, oh mein Gott. Easy. Mach die Übung nicht, wir sehen, wie er aus deinem Leib springt. Ist er schon. Okay, die sind gerade an ihrem TP. Die sind hier gerade mit Gigas wieder draußen. Wo ist der gerade? Wenn du auf die Base, auf den TP von denen zufliegst, links lang. Da besser, ja, perfekt. Auf den Rider und dann den Giga fetzen. Der hat kein Stamina. Voll auf den Gamer. Ja, so ist schön. Das war schön. Und der Reaper kickt. Go. Punch ihn weg, dass er nicht in die... Er ist tot. Okay, nice. Punch den, versuch den wegzunocken, weg von der Dings. Ich loot. Jawoll. Er hat einen verbesserten Tag-Rex-Sattel. Ich mach jetzt Damage am Giga. Gasback-PP, ich zieh ab mit Gasback-PP. Jo, nice. Gut. Ich versteh's ja. Ihr habt euch an Nameless gerecht und euch an ein paar derer Dinos vergriffen. Jupp, so sieht's aus. Aber parallel ist unsere Base auch immer weiter gewachsen. Dang. Nicht nur die auf Genesis 2, auch unsere Aberration Base lief gut. Naja, du bist eigentlich nie fertig mit Bauen, weil das Problem ist, egal wer, wird uns irgendwann abfackeln. Steffen, stopp, Steffen.
Man hört dich die ganze Zeit in-game, ne? Also da werden immer welche vorbeikommen und werden die Wall und alles sowas krass demolischen. Perfekt. Also, da bist du nie fertig mit bauen. Wie gesagt, ich bin online, ich mach grad ein bisschen Chitin und so und Muni und alles sowas nebenbei. Und ja, ich hab jetzt Marco, weil der mich in-game angeguckt hat. Ich sag, warst du schon auf der Mainbase und hey und da? Hat gesagt, nee, noch nicht. Oh, jetzt ein Freund. Hä, redet der in-game? Aber man sieht gar kein Icon bei ihm. 235 nee, das ist, ganz ist der cool. Server. Steffen! Weißt du, also kannst du ja schon unter Favoriten machen. Ich glaube, er hört uns auch nicht. Steffen! Ja, man, ja, hört, ja. Man hört dich die ganze Zeit, ne? Fuck! Wie ist der Typ hinter unsere Wall gekommen? Da ist was? Der Lag von dem Typen. An der Main Wall? Oh man, von wem? Welchen Tribe? Es ist alles BLDX. Kannst du bitte Bären kurz kriegen, please? BLDX? Es ist komplett alles BLDX. Man alles, jedes Hände Item. Ja, die sind leer hier schon, die sind leer. Leer? Ja, ganz leer. Die Heavies? Heavies, Tags. Ohne Spaß, ne? Wie hier nicht. Das ist unfucking glaublich. Oh lol, hier ist auch noch ein Stego. Hier ist auch noch ein Stego von denen und noch mehr Bags. Noch eine Carbo, noch eine Carbo. Und da oben ist auch noch ein Mana, der wurde auch reingedasht. Warte, ich hab einen Kumpel, oder? Fuck, Digga. Entweder mal rennt weg oder man verteidigt. Ich weiß jetzt nicht, aber ich hab irgendwie dieses ganz komische Feeling, dass es tatsächlich Deutsche sind. Weil der Stego heißt komischerweise Sir Qualle. Tür zusammengeschossen. Ele, das kann ich hier mitbringen, ja? Die haben eine Gasbag. Oh. Aber Chaotic Craft ist dort. Warum zum Fick haben die einen Gasbag? Hier, Ruhe jetzt, einer macht Calls. So, also Bloodsucker. Boys, bei Bloodsucker bin ich weg, ne? Oh ja, ich hab aber Seas. Ich wurde runtergekickt, ey. Haben wir irgendein Game, der was töten kann von denen? Velo. Ich hab ein Velo dabei. Achtung, unser Ding wird, Fabi, der hat den Velo gepickt. Der Velo kommt weg. Achtung, Bloody unten rechts. Ja, der Bloody hat mich schon gepickt, aber... Wir müssen erst auf den... Hab Bloody Netz, hab ihn Netz. Ich hab den Mana auch. Rein, Jungs. Ich geh auf den Mana. Bloody ist almost down. Warte, ich Mana genettet. Ja, ich hab den Mana genettet. Snipe den Bloody, wenn ihr Fabi habt. Der Gasback hat 2 Headshots. Irgendjemand hat gerade gecallt, dass der Gasback 2 Headshots hat. Ich upload schon alle Breeder. Ich glaube tatsächlich, dass sie es gar nicht schaffen, bin ich ehrlich. Also ich habe jetzt gleich Timeouts gleich rum. Ich bring ARB mit und Element Dust so ungefähr 30. ARB haben wir genug. Neul lädt gerade Batteries auf, dass wir ein paar Charge Batteries haben zum Aufstellen. Geht auf den Player mit. Wo ist der Gamer? Junge, er hat ein Kino-Kostüm. Ey, ich muss da, ich burn, aua. Der Player hat auch gebannt. Junge, das war ja nix, Digga, sag ich wie es ist. Ja, aber was? Wer hat einen Flammenwerfer? Ihr habt euch einfach alle gegenseitig angezündet. Es werden immer mehr, die paaren sich da oben. Ja, schau, useless. Das ist doch der Guy, der 12-Jährige. 3 Mana sind jetzt da. Da ist noch ein anderes Paar. Oh, es werden immer mehr. Oh, Leute, sie haben mich auch mies weggemacht. Oh, die also haben Aimbot. Als ob die jetzt noch aimbotten, Junge. Jetzt schreiben die Zuschauer, die aimbotten. Digga, ich bin off. Ich bin hier weg. Uff. Zuschauer mit Cheats. Wäre ich so schlecht in Ark wie du, würde ich das auch behaupten. Hey, was soll das denn jetzt? Halt dich mal ran. Also, soll ich jetzt einfach das Skript weiterlesen, oder wie? Leg los. Als nächstes steht hier, genau. Einer aus Sharks Tribe konnte mit einem Angreifer reden und hat ein Gespräch aufgezeichnet, das den Cheater entlarven soll. Hey, by the way, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber euer Tech-Gen hinter eurer Wall ist ein bisschen damaged. Wieso seid ihr jetzt eigentlich weg? Ich hier gerade. Wir haben keinen Bock mehr. Unser Aimbot hatte keine Schüsse mehr. Okay. Wir gehen da mit einem Invincible Skiff rein und die ist gewollt. Ich muss dir sagen, was der Plan war, wenn ihr in so einer irgendwie Central Cave oder Church Cave gebaut hättet. Mein Mate hätte auch einfach in eure Base reinrennen können, ohne abgeschossen zu werden. Er meinte halt so, yo, er wäre über eure Cave gegangen und hätte euch mit einer Assault Rifle durch die Wand geaimotet. Er hätte euch richtig gespawnt. Das war, by the way, der IP-Grabber, den ich da in den Chat reingeschickt habe. Na, die lassen wir euch alle. Da war ich mir halt wieso. Alter, das musst du mir erklären. Die haben eure IDs rausgefunden, um zu verfolgen, auf welchem Server ihr spielt, dann Cheats gekauft und stehen jetzt bei euch vor der Base? Du hast's erfasst. Und was habt ihr dann mit der Base gemacht? Einfach aufgegeben? Im Grunde genau das. Was blieb uns denn anderes übrig? Jetzt mussten wir sesshaft werden. Und dann ist es natürlich Genesis 2 geworden. Verstehe. Aber Moment mal, gehörte der Server, auf dem ihr da gespielt habt, nicht Nameless? Exakt, gehörte. Hallo, also wollen wir Nameless jetzt zeigen, dass das unser Server ist, oder was? Ja. Hier unter uns. Siehst du, sieht einer mich? Unter mir sind die Tails. Und was schreiben sie? Gar nichts mehr, die sind pisst.
Natürlich sind die pissed, was denkst du denn? Shadow Main draußen. Wohl gestunt. What, was ist das für eine Range? 3 Shadow Mains, ne? Ja. Jungs, attack den Dolphin, der kann sich nicht bewegen wie meinem C4. Was? Oh, ich hab wieder Full Boost, wo ist der Dolphin? Wo ist der Green Dolphin? Rechts davon. Wenn ihr zu der Base kommt, ja. Rechts davon. Ah, ich seh's. Ah, der ist hochgegangen. Ja, er ist schon der Typ da. Jetzt den Dolphin, Dolphin. Ich wurde gestunt vom Shadow Main. Shadow Mains kommen. Ja. Trotzdem, Delphin Fokus, den können wir killen, die Shadowmans können immer weg. Holt gerade irgendwer ein Bett mit Tugel? Ja. Okay, das ist der Will. Ich wurde runtergestunt. Ja, ich glaube, das Griefen bringt halt jetzt generell nichts mehr. Wir haben halt die Tames alle weggeholt. Ich wäre dafür, dass wir abziehen. Vielleicht jetzt noch einfach kurz einmal die Missions abfliegen und gucken, wo die noch Posten haben. Und dann Tech-Rexe holen und Stegos 1-2. Genau, und dann, dass wir wirklich mal 1-2 TPs erstmal wegholen. Das können wir auch eigentlich direkt machen. Wollen wir uns auf dem Pillar oben rechts treffen? Ganz oben rechts, ganz im Rechts. Ich kann den Astro überhaupt nicht steuern, ne? Lol, die haben da Reaper. Die haben da Reaper-Trap. Alles gut. Da ist ein Player. Shadow Main beritten vor uns. Die Astros müssen jetzt voll halten. Ich hab sie dabei. Ich geh falsch. Die Reaper ist hier. Ja, ich werde reingekickt. Boah, ich bin halb dead, Junge, what the fuck. Ich seh den Reaper. Ja, ah, fuck, als wenn die direkt hier waren, das war unlucky einfach hier vom Ding. Ja. Mach Druck auf die Reaper, please, mit den Astros, dass wir die wegtippen müssen. Einer müsste sieht, nein. Doch einer sieht, der blaue sieht. Auf die Reaper, Jungs. Shadow Main. Versuch die Position zu halten, ich bring Battery Heavy und ein bisschen Spam mit. Ist Plant Y? Shadow Man in Plant Y? Ich hab aber keine Seas mehr, Jungs. Leute, wie bitte? Ab geht's mit Stego rein da. Astros auf den Reaper. Kommt ein Dude, da ist ein Dude, hier ist ein Dude draußen. Ja, deswegen. Auf den Rider. Das ist aber viel, wir brauchen bessere Stegos. Also ja, wir brauchen wesentlich bessere. Also das ist wirklich ein Yeet. Giga. Yo. Mach den Rider. Giga, ich versuch zu cryon, please halte Druck, ich versuch den Stegel zu cryon. Jo. Und cryo den Tag Rex. Giga kommt. Ja, ich cryo schon. Er fokus mich. Hätte nicht gesehen, zwei ja, Giga. Holt den Rider, ist down, ihr habt den Rider, Giga killen. Sehr sick, ja, Jungs, sehr gut. Noch ein Reader auf den zweiten Rider, erst auf den zweiten Rider. Das ist Heavy Tooth da. Ich? Heavy Tooth ist da? Ja, genau. Der Giga wurde gepfiffen. Ja. Vom zweiten Giga Rider. Ja, unlucky, dass sie jetzt genau waren. Scheiße. Wir hätten eine Minute gebraucht, um das zu pushen. Das war einfach Pech. White Wyvern, leave. Ball. Kill it. Ja, Turret cheese. Everything on the White Wyvern. Okay, ja, unsere Turret hat sie gekillt. Nice. Plane Z the Reaper. Nice. Oh, egal! Yeah. Shoot it! Nice! Beide tot! Abbauen! Nice! Stabil! Reaper! Where are you? Focus the Reaper, guys! Lass kurz überlegen, was machen wir als nächstes? Reaper kommt! Jetzt ein bisschen PvP in Tames abziehen und dann würde ich sagen, später nochmal vorbeikommen. Oh, die Schweine versuchen ja mit dem Tech-Ball rein. Careful, I'm seeing! Nice! Sieht. Oh, that's massacre. He's walking right in the Z, is he da? Er buried. Oh. Digga, das sind 9 Leute am TP, ne? Als ob das 9 sind. Von den Spielerzahlen her waren wir in etwa gleich große Tribes. Wir haben allerdings erst etwas später angefangen. Uns fehlten zum Beispiel gute Stegos zum Soaken. Doch ebenso schnell wie wir bei Nameless waren, war Nameless natürlich auch bei uns. Will irgendwer Naked versuchen, den zu tech-punchen, den Delphius? Ich kann das machen. Yeet. Ich hab den Astro Delphius weiter getech-punched. Ja. Letzten direkt, wenn ihr könnt. Oh! Hat einen Cyber-Hit! Der Flamethrower-Dude. Nice. Punch den immer wieder runter, wenn der drauf will. Aber die Netz hab ich Netzka, den Netzka, drauf, DPS auf den Astro. Ich hab einen Snipe von einem eigenen Mate kassiert, aua. Und als Strafe für den Angriff haben wir uns einen Nameless Reaper ausgeliehen. Und tot.
Taschenlampe regelt. Zum ersten Mal wie alle Kajan. Wie schnell war der bitte tot? Unser Aberration-Server wurde über Nacht geraidet, ohne dass wir es bemerkt hatten. Was für ein Scheiß. Da sagst du was. Aber um ehrlich zu sein, die meisten von uns hatten mit solchen Begegnungen gerechnet und waren darauf vorbereitet, dass wir nicht immer faire Gegner haben werden. Uns hat das komischerweise motiviert. Wir hatten einen klaren Feind und einen Grund, warum wir zocken. Manchmal braucht es einfach nur das. Alter, was ist das denn für eine Base? Das ist unsere. Die nächsten Tage über sind wir in Nameless nämlich weitestgehend aus dem Weg gegangen, um uns weiter aufbauen zu können. Ich will nicht sagen, wir haben hochskaliert, aber es war schon ziemlich thick. Oh Mann, das sehe ich. Wie lange habt ihr für den Laden denn bitte gesuchtet? 2 Wochen ungefähr hat es gedauert, aber es hat sich gelohnt. Und wie sich das gelohnt hat? Ich meine, guck's dir doch mal selber an. Was habt ihr da alles? Mega! Naja, wenn man einen Krieg anfängt und vorhat, am Ende nicht nur eine Teilnehmerurkunde zu bekommen, dann muss man sich eben ins Zeug legen. Auch wenn man nur noch zu 10 ist und eine fette Niederlage einstecken musste. Auf Genesis 2 kam es letztendlich nur noch auf uns an. Und Nameless. Und Nameless. Ja, wo wir gerade davon sprechen. Wir werden gerade übrigens von Nameless an unserem Teleporter angegriffen. Angegriffen? So richtig mit Tech-Shield, Teleporter, Geschützen und so? Ja, in etwa so. Wow. Was wir halt machen müssen, ist an einem anderen Spot von denen Gegendruck machen. Tech-Rexe ja, hin und alles und gib ihm. Ja, oder einfach erstmal da griefen, wenn da Gigas, Strider und so stehen, reinhalten. Einfach reinhalten und dasselbe auch an deren Walls. Dass die halt zurück müssen, dass die da auch hingehen. Also an deren TP, den wir schon mal oben rechts TP, da stehen 2 Gigas draußen, paar Shadow Mains. Ja, also wir haben die Option, Druck machen. Ihr macht da Druck, ich mit irgendjemand anders, Linus oder so, der hat ja auch Techwife, macht Druck. Weißt du, wo es ist? Ja, ne? Ja. Das ist gut. Ah doch, guck mal, von hier kriegen wir sie, glaube ich, oder? Da kommt einer mit Shadow Main raus, glaube ich, zumindest läuft sein Shadow. Ab ihn! Auf den Shadow Main! Der ist so sauer, der Typ! Ist tot. Volle Schussbahn auf die Gigas, sagt ihr? Ja, volle Schussbahn auf die Gigas. Stein ist gleich tot. Das ist halt keiner von denen am TP, aber wir haben halt nichts, um das wegzumachen. Naja. Tech-Rex Stego geht nicht, oder? Giga down, erster. Ja, nice. Wenn jemand mit Stego herkommt, hole ich meinen Tech-Rex. Dann können wir jetzt so in die Brücke gehen und da auch nochmal reinhalten und währenddessen können die anderen Jungs versuchen, den die FOB von denen zu clearen. Mein Plan schien zu funktionieren. Wir waren sozusagen das Ablenkungskommando. Damit unsere Tribe-Mates die FOB von Nameless clearen können, hatten wir uns auf den Weg gemacht und Nameless an ihren Basen angegriffen. Okay, wir werden jetzt beide auf einmal sterben. Ja, rein. Der Stego hält aber mehr aus. Ja. Okay, Bronto. Down. Da stehen auch Tames, Jungs. Hier können wir durchheizen. Da stehen Gigas hinter. Der brennt auch schon. Der brennt auch schon. Er ist tot. Ach so, nice. Ja, wir haben ihn. Wir haben 3 Stück. Oder wollen wir jetzt? Die haben auch die Tube, auf dieselbe Tube genau gegenüber im Dingensgebiet. Sollen wir da mal hin? Ich glaube, die ist auch ja, von denen. Ja, lass mal gucken. Einfach andere Seite. Kann einer mal gucken? Ich schieß mal ein paar. Ja, ich glaube, das geht. Durch die, glaube ich, geht es. Die ist tot. Lol. Echt schon? Ja, haben sie. Ja, 22 waren Kloner, Female. Damit die weggekommen bin, halt. Warte, ich guck, von wem die ist. Nameless. Ja, ist auch von Nameless. Ist auch von Nameless. Haben wir die nächste? Ja, hab die nächste. Nameless war jetzt abgelenkt und das war unsere Chance. So, ich bin auch ready. Ah, ich weiß nicht, ob die Range noch zu big ist, aber so langsam, ja. Na, jetzt. Ja. Oh, ich bleib hier erstmal. Down, nächstes, links das. Ja, der Typ hat Rabbit Fire an. Oh, ne, ist ziemlich. Komm, wir machen das Heavy noch, der. Dann go. Ey, versuch mal. Ich krieg Shot. Ich muss nicht. Muss noch einen halben Zentimeter näher. Ja, du kannst noch näher. Jetzt kriegt der Schaden, kriegt Schaden. Sehr nice, Jungs, sehr nice. Richtig. Ich krieg aber auch gut, also. Ist schwarz. Ich hab noch gut, okay, alles gut, ich kann noch denken. Ist gleich ich down, noch ein paar Schritte. Ja, ist down, ich geh raus. Leider nicht kaputt. Ah, ich wurde genettet. Ich hab ihn gewusst. Jo, perfekt.
können auch noch einen Ticken näher. Ja, gut. Ihr müsst noch näher oder so. Okay, aua. Gleich Half-Life. Okay, weg, Rex Roll, genau. Rex Whistle. Ein Kahn noch. Und Jungs. Und Defended. Hopp. Looten. Looten. Und jetzt waren wir heiß gelaufen. Simi ist reingebeamt. Als wenn wir so richtig abgehen jetzt. Sollten wir trotzdem erst rechts auf den Tower gehen, ne? Ja, müssen wir mal schauen, ob wir den... Weil wenn der uns dann im Nacken steht, dann haben wir ein Problem. Erst rechts den kleinen vorne und dann links der Ecke nach. Ja, ich habe deren TP im Auge. Das sollten wir aber eigentlich relativ easy hinkriegen, bin ich ganz ehrlich. Als wenn wir für 30 Turrets einfach so eine Endzeit-Pop hier an den Start klatschen. Jawohl, take Turret, keep Damage von euch. Schieß doch unten auf die Frames. Schieß unten, schieß ganz unten. Yes, nice. Karma, bitte nicht. Und danach unten rechts auf die. Danach unten rechts auf die Ground Turrets, die Ground Tags. Und jetzt pushen auf die rechts vorne. Ground Truth. Ja, genau. Oder straight off Jenny. Nein, Ground Truth. Go Rexe. Jawoll. Und jetzt auf den Gen, der ist in den Tresoren liegt. Astro ist von uns, ne? Ja. Ja. Sehr gut, Jungs. Nein, näher ran, Jungs. Achtung, wir werden ge-arrowed. Los, rechts pushen. Los. Alles gut. Wir haben übel huge Damage gemacht. Wir müssen jetzt fertig werden mit dem nächsten Push. Wir müssen jetzt zum nächsten Push kommen. Du musst wieder ready werden und eine Line aufstellen. Und dann... Haben die Stego nie? Wir können jetzt... Das da oben rechts. Das sieht aber gut aus. Bleib drin. Reaper kommt. Auf mit dem Tech-Rex, will Tech-Rex drauf. Nice, Shadowman. Ja, stark, Matthias. Jetzt weg machen. Sieh ihn. Ja, sehr nice, Jungs. Alles drauf. Ja, jetzt geht down. Sehr gut. Ja, noch ein koordinierter Push, dann müssen wir es haben eigentlich. Replaced, schießt rein. Ist down. Nice. Sehr gut. Reaper. Shadowman. Ja, warte. Nicht rein, der Schnabber mit dem Shadow. Oh, pass auf. Also ich hoffe hier noch irgendwas. Ja, Attack Turret. Links, aber ist egal, Tech Rex aufs Forcefield oder nicht? Ja. Jawohl, ja doch. Tech Turret, genau, das eine Tech Turret. Tech Jenny, fast aus, Jungs, alle auf dem Tech Jenny. Ist aus, oder? Ist aus, alles aus. Alles aus, rein. Sprengstoff her, Jungs, alle die Sprengstoff haben, Sprengstoff her. Sehr nice, Jungs. Hier kommen noch mehr Reaper. Einer den Reaper, ja. Leute, kann mal jemand die Schwingos manövrieren ein bisschen. Reapers gesiegt, down. Der nächste Reaper. Unbedingt saven, ne? Achtung, ich sehe. Wo ist er hin? Das ist legit in der Mitte der Map. Wir hatten einen guten Gegenschlag gelandet. Und das war noch lange nicht alles. Nebenbei haben wir unsere Base ausgebaut und eine weitere Röhre geclaimed. Hier hat jeder einen Personal Breeding Room. Und unseren Missionsteleporter hatten wir auch nicht vergessen. Das Teil war thick. Unser Greenhouse hatten wir auch dort platziert. Und einen Teleporter zum Noglin-Zähmen hatten wir auch noch. Wo wir gerade beim Thema Noglin sind. Nach dem großen Push ging es für uns direkt weiter. Nameless hatte nämlich noch zwei weitere Außenposten. Wir waren in zwei Teams aufgeteilt. Das eine wartete an einem Teleporter mit einem offenliegenden Generator auf ein Noglin-Play. Das andere sollte Druck machen. Fix, kurze Frage. Bitte, ganz kurz. Ja. Kannst du hier unten eine Metalltafel wegschießen? Dann kann ich weiter so. Ich hab vielleicht keine Chance mehr, ne. Ich werd geastrot, aua, in mein Mull. Aufgrund davon, den Stegos. Ich werd getaggt. Von wo? Von irgendeinem von euch. Schaut! Nee, kann nicht sein. Ich wollte nur so einen Spaß, ne? Einfach jetzt von hinten gefressen. Ich bin nur noch auf Hälfte. Tafeln weg. Astro. Fliegt in die Schulz. Die Bombe tut richtig weh. Ein Giga gepoppt, Alter, ein Giga gepoppt. Giga. Stego. Und jetzt schießen mit den Tech-Rex. Schießt nur noch vom Tech. Schieß. Giga ist genockt, Gamer ist genockt. Kill den Gamer. Aber ein Giga wird gefeiert. Wo ist denn der Gas-Pack, Jungs? Ja, der hat...
Jetzt! Ja, er ist. Er hat gecryot und gecryosickt gedroppt. Was ist mit ihm los? Ja, er ist tot. Hier läuft der Gamer noch, Jungs. Ja, er hat Broken Bones. Wo ist er? Hier vor mir. Nein, guck dir den doch an. Hab ihn. Ich hab Ken gekillt. Hör auf, ey! Sehr nice, Jungs. Nice. Digga, wie viele wollen denn jetzt noch kommen, Alter? Wo ist er? Fliegt hier über dem Dings? Nee, der Player. Wahrscheinlich irgendwo unten. Er ist auch schon, der Astro fast tot, Astro. Schieß drauf, alle, Astro ist RIP, Astro ist RIP. Sehr nice, Junge, sehr nice. Reaper. Shit. Auf den Reaper, Jungs. Whistelt mal die Viecher. Hab ich. Leute, ich sorg jetzt einfach. Ja, ich stehe auch hinter dir, aber ich kann nicht näher ran. Kannst du rechts vorbei? Nee, ich werd hier schon, bin tot. Perfekt, Full Focus, Giga Gamer ins Gesicht. Ja, ich mach Hits, ich lande Hits. Der Stach spritzt Blut bei ihm. Ich wirklich gestunt, catch it. Gamer liegt immer noch, ist immer noch drauf. Mega wieder. Giga drauf. Shadowmains kommen. Shadowmain hier in den Torrents. Ja, Gamer auf dem Shadowmain ist tot. Ein Shadowmain ist da. Homing Missile. Ja, und Gamer, gegnerischer Gamer in der Luft. Einer wurde aus der Luft gekillt. Was du hier? Und währenddessen beim zweiten Trupp. Sobald die jetzt wieder rein, Teamfeed kommen, Noglin und dann muss der Rex ready sein. Ihr seid auf der falschen Seite für den Rex. Da ist er. TP, Jungs, TP. Mach raus. Okay, ist aus. Alles aus. Jenny weg. Mach Jenny weg. Jenny weg. Ja, top. Jenny weg. Top, Jungs. Sauber. Dann cryo zumindest schon mal die Viecher hier, Jungs. Was eine Story. Und wie geht's weiter? Habt ihr sie vom Server bekommen oder wurdet ihr geradet? Wie das Ganze ausgehen und ob es am Ende einen Gewinner oder einen Verlierer geben wird, das steht noch nicht fest. Aber eine Sache steht fest, und zwar, dass das Projekt weitergeht. Nämlich auf meinem Zweitkanal, SharkSoBert. Wenn ihr verfolgen wollt, wie das Ganze ausgeht, schaut dort vorbei. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Wünsche euch einen schönen Tag, hab euch lieb, macht euch einen guten, haut rein und